Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Leider muss ich euch mitteilen, dass ich bei dieser Folge irgendetwas mit der Stimme falsch gemacht habe. Die ganze Stimme ist verzerrt und kaputt gewesen. Und somit gibt es leider von meiner Seite in dieser Folge kein Commentary. Aber hey, schaut die Folge, habt Spass und danke vielmals, dass ihr dabei seid. Bis in der nächsten Folge, wenn ich wieder live kommentiere dazu. Also, ciao, viel Spass! Starby Railrunner von einem geheimen Ort aus, für den Sender Price Kyrat. Vor einer Weile bat ich euch, mir zu schreiben, was Paganin eurer Meinung nach in seinen Goldminen versteckt. Ich dachte echt, das wäre eine lustige Rubrik. Ich wende mich an die Fans und ihr schreibt mir zurück. Ich muss sagen, ihr hattet ein paar ziemlich interessante Theorien. Und mit interessant meine ich völlig bescheuert, total bekloppt. Ganz ehrlich, Leute. Okay, also hier kommt, was Aziz geschrieben hat. Und ich denke mir das nicht aus. Aziz schreibt, Pagan versteckt eine geheime Armee von Untoten in den Minen, die er von den Echsenmenschen bekommen hat, die unter Los Angeles leben. Oh, toll. Pagan als Mitglied der Illuminaten. Nein, ist er nicht, Aziz. Er ist keiner von den Illuminaten. Ist das klar? Okay. Hier schreibt Nadine. Pagans Minen sind voller goldener, angemalter Bleiwaren. Das ist richtig. Richtig miese Scheiße, natürlich. Pagan hat wesentlich mehr Geld, also echt. Das weiß ich von der Freundin der besten Freundin meiner Cousine. Na toll, über drei Ecken also. Vielen Dank, Nadish, für deine verlässliche Quelle. Als nächstes kommt Ranjit. Oh, den Mann finde ich echt gut, weil ich einen Bruder habe, der Ranjit heißt. Er fragt, hey, Ravi, ich weiß, was in den Minen ist. Deine Eier, du Loser. Gut. Dann war das wohl tatsächlich mein Bruder. Aber das Gute daran ist, wenn meine Eier in der Mine wären, hätte ich echt ein paar ganz schön große Dinger. Hey, Badra. Hi. Oder soll ich dich Tarun Matara nennen? Badra reicht. Fürs Erste. Was ist los? Wer den Jalendu-Tempel erobert, wird den goldenen Pfad anführen. Es geht um die Zukunft von Kyrat und ich bin zwischen Amita und Sabal. Du weißt, wie sie streiten. Du weißt, wie sie sind. Amita will den Tempel zerstören. Sie sagt, das würde die Frauen in Kyrat befreien. Und helfen, überholte Traditionen abzulegen, wie die Tarun Matara. Ich dachte, die Tarun Matara wäre was Gutes. Wenn es nach Sabal geht, schon.
Wenn er den Tempel einnimmt, vollendet er die Zeremonie und ich bin Tharun Matara. Er glaubt, dass es uns stärker macht, wenn wir die Tradition pflegen. Und was willst du tun? Ich will Kyrat befreien, aber ich kann nicht frei wählen. Amita und Sabal werden sich nie einigen. Deshalb liegt es an dir. Du hast so viel erreicht, der goldene Pfad wird auf dich hören. Aber sei dir bewusst, dass der, den du bei Jalendo unterstützt, zum Anführer des goldenen Pfades wird. Und wenn Pagan besiegt ist, zum Herrscher von ganz Kyrat. Okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Dankeschön. Badra sagte mir, dass du Jalendo zerstören willst. Es geht nicht darum, den Tempel zu zerstören. Es geht darum, eine Botschaft an alle zu senden. Kyrats Zukunft zu schmieden. Die Ketten der Vergangenheit abzustreifen. Ohne die Tharun Matara wird Sabal allen sein wahres Gesicht zeigen. Als einfältiger Narr, der sich an Ruinen klammert. Nimm alles Wertvolle. Wir schmelzen es ein und verkaufen es. Aber der Tempel an sich. Ich will, dass du ihn zu Staub zermalst. Sabal. Das heißt, Amita wolle nach Jalendo vorrücken. Die ignorante Schlampe! Es ist schlimm genug, dass Pagan hier alles zerstören will. Jetzt will sie ihm die Arbeit abnehmen? Ich bin fertig mit ihr. Weißt du eigentlich, was Jalendo für Kyrat bedeutet? Was es für Moran bedeutete? Er ist stolz auf dich, weißt du? Wir erobern den Tempel. Wir reinigen Badra. Wir vereinen das Volk unter dem Glanz von Kyra. Ich wende mich jetzt mal direkt an Pagan. Hörst du mir zu? Du blödes, ungeficktes Scheiße einer sibirischen Bergziege, du Arschloch! Bevor du den Tempel zerstörst, finde und sichere das Gewölbe mit dem...
dem Gold. Wenn du Hilfe brauchst, stehen Krieger des Goldenen Pfads zur Verfügung. Soldaten, denen ich traue. Danke, Amita. Wir sind bereit, die Basis anzugreifen. Du kannst entweder mit uns kommen, oder du suchst dir deinen eigenen Weg und wir greifen an, sobald die Schießerei losgeht. Gleich nur noch ein weiterer toter Bastard. Wärmt aus und sucht nach Spuren vom Feind. Bring den Feind um!
Wir warten am Dock auf dich.
Hey Jay, ich hoffe, du bist mit den Sprengsätzen fertig, weil du musst sofort zum Boot zurückkommen. Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff. Die Boote sind beladen. Komm zu uns, wir sind abmarschbereit. Sprengsätzen fertig, weil du musst sofort zum Boot zurückkommen. Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff. Die Boote sind beladen. Komm zu uns, wir sind abmarschbereit. Erledigt, Amita. Danke, AJ. Sabal hat keine Kontrolle mehr. Und Badra ist sicher vor seinem kranken Karun Matara-Scheiß. Und jetzt haben wir das Gold, um uns aus dem Drecksloch zu befreien, in dem er uns festhalten wollte. Eine neue Zeit für Kyra. So, da wären wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge. Leider wieder gehört haben ohne Kommentar, aber in der nächsten Folge ist dann alles wieder technisch so weit am Start, dass alles funktioniert und mit meiner Stimme wieder aus Kommentar dabei. Also, danke für den Daumen hoch, wenn es euch trotzdem gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao!